Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Moto Fuji. Ja, wir stehen hier wieder mitten auf der Straße. Ich habe immer keinen Platz hier, mein Intro hier zu machen, weil wir hier mitten auf der Straße stehen. Z650 heute, 2021er Baujahr. Der Unterschied zu 2022 sind nur die Farben. Diese hat auch schon Euro 5, hat er mir gesagt. Leider muss ich jetzt sagen, früher war ich ja immer froh, aber leider muss ich jetzt sagen, ich wollte eigentlich 68 PS fahren, aber die 650 haben sie nur in 48 PS da, damit alle die fahren können. Ja, ist ein bisschen schade, wenn man die dann auch kauft, weiß man eigentlich gar nicht, ja, wie fühlen sich denn nun 68 PS an. Das ist ein bisschen schade, da hätten wir wenigstens ein Modell mit voller PS-Zahl machen sollen hier. Naja, egal. Wir haben die Z650 hier am Start und ich bin ja schon die Ninja 650 gefahren und jetzt wollen wir mal sehen, was der Unterschied ist. Die Sitzposition ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Gut für kleinere Fahrer ist, dass die Sitzhöhe nur 790 mm ist und das ist ja schon mal nicht schlecht, denn ansonsten in den letzten Jahren sind die ja immer etwas nach oben gegangen, die Sitzhöhen bei Kawasaki. 790 mm, auch für kleinere Fahrer gut. Wir haben schon das neue Display hier, was ich ja auch in meinem 2020 wurden die hier eingeführt mit App-Anbindung, wo ich nichts weiter darüber sagen möchte. Falls aber einer was wissen möchte, dann schreibt es mir in die Kommentare, ansonsten sage ich lieber nichts dazu. Und ja, wie gesagt, leider kann ich 68 PS nicht prüfen, da wir keine 68 PS hier zur Verfügung haben. Oh ja, 790, das ist ja wirklich niedrig. Das ist ja wirklich niedrig. So. Dann eigentlich das Display hat mehr oder weniger die gleiche Funktionalität wie das Z900er Display, nur das wir keine Traktionskontrolle haben, wir können keine Traktionskontrolle ein- und ausschalten, wir können natürlich auch keine Fahrmodi ein- und umschalten, das geht dann nur bei dem ganz großen Modell. So, ich werde mir erstmal die Spiegel einstellen, wir starten das Ding mal hier kurz. Aber vielleicht können wir ja sehen, ob ich einen Unterschied sehe zwischen... Wow, die zieht ja schon unten gleich hier los mit dem ersten Gang. Ein Unterschied sehen, wollte ich gerade sagen, zwischen meiner Z900 Vierzylinder mit 48 PS und die hier Zweizylinder 649 Kubik mit ja, auch 48 PS und in der geöffneten Version dann mit 68. Der Auspuff hört sich gar nicht schlecht an. Bullert schön. Finde ich gar nicht mal übel. Okay, das Gas ist wieder sehr, sehr empfindlich.
Das ist ja auch manchmal so bei Kawasaki. Bei meiner ist es nicht so. Ja, der bullert ja schön los. Das wäre zum Beispiel jetzt für mich auch wieder so eine Frage. Klar, ich mag den Sound des Vierzylinders lieber. Aber von der Leistung wieder wäre wieder mal das Gleiche. Ja? Zum Beispiel diese Ninja 650 hat mir ja auch wahnsinnig gefallen, so vom Aussehen her. Und das wäre dann auch so eine Sache. Ja? Hätte man die sich vielleicht lieber gekauft oder kaufen sollen? Wahrscheinlich schon, denn ich bin ja nicht so PS-hungrig. Da kommt am Anfang so ein Bullern, das finde ich mal gar nicht mal schlecht, ja. Obwohl ich ja sonst die Zweizylinder-Sound nicht so mag. Wir haben auch verstellbaren Kupplungshebel, verstellbare Bremshebel. Also ist schon ein bisschen alles höherwertig angepasst hier. 48 PS. Ich habe gedacht, ich fahre heute mal 68. Mal was Neues, mal wieder ausprobieren. Nein. Man wird immer in seinem Drang, was Neues auszuprobieren, behindert. Wow, die haut ja auch schön ab von unten. Ich glaube, da kann ich dann wieder mal gar nichts sagen zur Leistung. Denn da seid ihr, wie gesagt, auf dem Motofuzzi-Kanal nicht richtig. Aber wie sie sich so fährt und so weiter, wollen wir gerade mal anfangen. Ich weiß, vielleicht die sportlichen Fahrer unter euch interessiert das alles nicht. Aber da ich ja der Rollerkanal-Fuzzi bin, fange ich mal an beim Sitz. Ja. Ist etwas besser, etwas weicher als der Z125-Sitz. Eine kleine Steigerung. Ja, etwas weicher, bequemer. Wollen wir mal sehen, wie das ist nach 20 Minuten. Die Spiegel sind meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen weiter nach außen. Also eigentlich kann ich mehr sehen als bei der Z125. Da hatte ich mich ja beschwert und ich denke mal, das ist gleich mit der Z900. Also die Spiegelsicht nach hinten und so weiter. Spiegel ansonsten alles okay. Also wenn ihr jetzt nicht gesagt hättet, die hat 48 PS, würde ich jetzt in dem Glauben sein, die hat 68. So, ja, das fühlt sich powerful. Hat eine Menge Power, würde ich gar nicht merken. Würde ich gar nicht merken. Ich sitze drauf, eigentlich, ja, kommt natürlich auf eure Armlänge drauf an, eigentlich total aufrecht, ja. Wahrscheinlich ist bei der Ninja ein ganz bisschen weiter nach vorne gebeugt. Wow, das war knapp. Und hier ist es wahrscheinlich doch ein bisschen aufrechter. Finde ich gar nicht mal schlecht, also auch für längere Touren natürlich. 100 Kilometer Reichweite. Die füllen immer schon von einem Motorrad ins andere um. Wahrscheinlich macht sich das da auch schon bemerkbar, dass der Sprit teurer geworden ist. Ja. Ja, gefällt mir so unten heraus sehr gut eigentlich. Die haben jetzt übrigens, falls es irgendjemand interessieren sollte, die neue ZS oder Z650 RS oder wie heißt das Ding? Dieses neue Retro-Bike. Finde ich ja auch nicht schlecht, leider nicht so in meinen Farben. Die Farben sind überhaupt nicht das, was ich mag. Die haben irgendeine in Schwarz, glaube ich, jetzt bekommen, also zum Probefahren. Die ist aber ganz neu, die fahren die jetzt erstmal ein. Das ist, glaube ich, so der einzige Händler, der die vorher einfährt, bevor er sie rausgibt. Ach nee, Triumph machen das ja auch. Und sobald die Reifen ein bisschen eingefahren sind, 500 Kilometer oder so, dann geben sie die frei zur Probefahrt. Und er meinte so, in ein, zwei Wochen kann ich die dann probefahren. Z650 RS, glaube ich, heißt sie. Ja, wir haben hier ja nun das Mittelklasse-Modell oder wie sagt man, oder höher Mittelklasse-Modell. Das heißt, wir haben ziemlich große Blinker, das ist ja alles so alte Technik, also keine LED. Ja,
die schlackern auch so ein bisschen hin und her, naja, weil das so eine Gummidinger sind, glaube ich, damit die nicht abbrechen, wenn man hinfällt, ne? Ja, da ist leider auch nicht alles LED, was glänzt. Und zwar vorne haben wir ja nun diese neue Maske, die ja auch die Z900 bekommen hat. Und aber Blinker sind wieder nicht LED. Das ist ja immer dieser Mix, den ich immer so toll finde. Also die ist schon wirklich prima, wenn man sagt so, oder wenn man gerade so Aufsteiger ist, vielleicht sage ich mal jetzt doch auf A2. Da ist das ja wirklich eine Bombe. Ein Mega-Knaller. Mega-Knaller. Die macht ja wirklich wahnsinnig Spaß hier. Mit A2 schon. Definitiv. Und ich denke mal, die Profis kriegen damit auch schon sehr schön Wheelie hin. Da bin ich mir sicher. Ja, das Schalten ist wie üblich bei Kawasaki. Da kann man überhaupt kein Wort drüber verlieren. Also ich verliere ja meistens immer nur Worte über irgendwas, was mich stört. Aber da stört mich nichts. Das geht halt alles rein und wie er macht es und tut, wie es soll. Ja? Deshalb kann ich mich da überhaupt nicht beschweren. Das Gas, wie gesagt, ist etwas ruppelig, jetzt auch selbst im etwas höheren Gang hier. Das ist mal so wie 0 und 1, dazwischen gibt es irgendwie nichts, habe ich so den Eindruck. Aber wahrscheinlich muss man sich da erst auch dran gewöhnen. Ja. Das sind die sind meine ersten Fahreindrücke hier von der weißen. Im Baujahr 2021 gab es jetzt drei verschiedene Farben. Weiß, schwarz und wieder irgend so ein limonengrünen Dingsbums, glaube ich. Und 2022 haben sich auch die Farben nicht sehr groß geändert. Da wurden, glaube ich, hier die grünen Streben jetzt rot gemacht. Und weiter hat sich da, glaube ich, nichts geändert. Ja, von den Vibrationen muss ich auch gleich mal was sagen. Selbst hier im fünften Gang, vierten Gang, der Sitz vibriert leicht. Also was heißt leicht? Ziemlich starke Mikrovibrationen. Ist auch das, was mir auffällt. Ja. Ob das jetzt normal ist für so einen Zweizylinder bei den Umdrehungen, ja, das müsst ihr dann wissen. Aber ich sag's halt nur mal, ja. Die hört sich doch ganz schön an hier eigentlich. Die hört sich doch ganz putzig an. Hat auch wieder einer den Schaltblitz hier nicht richtig eingestellt. Aber egal. Darum kümmern wir uns nicht. Ja, man wird schon ziemlich durchvibriert hier auch wieder im Sitz. Fußrasten geht eigentlich. Nicht so wie bei der Aprilia Tuono. Aber hier im Sitz, da vibriert es auch schön. Shake it, baby. So. Ja, Naked Bike, ziemlich starker Winddruck natürlich. Und heute haben wir es auch mal wieder etwas windiger. So, also 120 mit dem Ding ist auch kein Problem. Aber doch relativ starker Winddruck hier. Ich habe so den Eindruck, dass das hier mit der Windabweisung bei meiner Z900 besser war oder besser ist. Hier trifft sich wirklich der volle Wind, volle Breitseite, nee, volle Schlagseite, nee, na, ihr wisst schon. Bei meiner Z900 habe ich so den Eindruck, dass das doch ein bisschen abgeleitet wird, ja. Ja, das sind so meine Eindrücke vom Wind
Ja, sehr, sehr niedrig kommt das natürlich, ist ja naked, darf man sich ja nicht beschweren. Aber leistungsmäßig hat die auch keine Defizite hier, also zumindest bei unseren Geschwindigkeiten bis 120, 130 kein Problem. Ja, also macht auch wirklich Spaß. Macht wirklich Spaß und ist irgendwie alles auch stimmig. Kupplung, Motor, Geräusch gefällt mir eigentlich auch. Also für den Zweizylinder, wie ich schon sagte, gefällt mir jetzt nicht so generell privat, persönlich. Aber trotzdem ist er eigentlich ganz nett, der Sound. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, sind die Vibrationen. Aber die sind nicht so stark wie bei der Aprilia. Muss wahrscheinlich ja auch sein hier bei dem Motor und dem Zweizylinder. Ist ja auch ein richtiges Motorrad. Motorrad muss doch immer vibrieren. Und ansonsten fahrleistungsmäßig 48 PS, viel Bums von unten raus, gefällt mir alles sehr gut. Wirklich ein tolles A2 Bike, wirklich. So, Bremsen hat sie ja vorne, zwei Scheibenbremsen, ich glaube sogar 300 mm oder so, ist schon ganz schön. Und Bremspower, denke ich mal, auch ausreichend. Ja, feines Teil. Also, wer sich dafür interessiert, braucht gar nicht meine Walkaround sehen. Absolute Kaufempfehlung. Ja, tolles Ding mit fast leerem Tank. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Ja, also hier haben wir wieder mal ein Bike, wo ich begeistert bin. Ja, also es ist nicht so, dass ich immer nur meckere, falls ihr das denkt. Nee. Also die Z125 hat mich ein bisschen enttäuscht. Jetzt nicht, weil sie ja nur 125 Kubik hat, sondern weil sie einfach für 125 Kubik irgendwie mir zu schlaff war im Vergleich zu anderen. Aber diese hier, klar, kann man wieder nicht vergleichen, aber das ist die Kawasaki Z650. Und die hat jetzt hier, das ist die A2-Version, dass die alle testen können. So hat er mir das gesagt. Leider gibt es die 650 überhaupt nicht in 68 PS beim Händler, dass man das mal testen kann. Also wenn ich mir die kaufen würde, würde ich natürlich auch gerne mal wissen wollen, ja, wie fühlt sich das dann an, ja, wenn ich die 68 PS haben möchte. Aber nein, das geht wieder nicht. Egal. Ich bin wirklich begeistert. Also von dem Aussehen, ja, ist ja fast eigentlich eine kleine Z900. Sieht also fast wie meine aus, nur der Motor ist halt kleiner. Aber ansonsten finde ich die sehr, sehr schick. Jetzt auch wieder natürlich Geschmackssache. In dieser Farbe würde sie mir auch sehr gut gefallen, aber wahrscheinlich wiederverkaufswertmäßig nicht so hoch, weil die keine haben will in Weiß und in Grün und in Schwarz. Die wollen ja alle immer nur in Schwarz haben. Aber ich finde das jetzt hier mal in Weiß wirklich sehr gelungen. Ist allerdings jetzt 2021er Baujahr. Die 2022er gibt es auch in Weiß, aber dann glaube ich mit roten Verstrebungen. Und ja, also ganz leichte Änderung wieder in der Farbe, hat er gesagt. Ansonsten ist alles gleich und das ist hier auch schon Euro 5. Und ich bin auch ehrlich gesagt begeistert von dem Sound. Also klingt gar nicht mal so schlecht, das ist so ein Bullern, ja. Und für diesen Zweizylinder finde ich das wirklich toll. Also es ist nicht so alles scheiße. Nee, hat mir auch schon wieder von Anfang an gefallen. Das ist ja immer sehr wichtig, ja. Und was war noch? Hat mir von Anfang an gefallen.
Und ja, auch leistungsmäßig, ja, von unten, was sitzt denn da am Tank, eine Bremse, oh Gott. Oh, die Bremse müsste doch weiter vorne sitzen eigentlich. Ja, ja, also, oh, jetzt habe ich natürlich gar nicht gefragt, was die kostet. Das habe ich jetzt wieder mal vergessen. Ich glaube, auf der Straße ungefähr 7500 in dem Dreh. Würde mir gefallen, würde mir persönlich gefallen. Auch von der Sitzhöhe ist das natürlich auch toll. Man hat auch selbst, wenn man jetzt, sagen wir mal, wirklich A2-Anfänger ist und man ist etwas kleiner geraten, hat kürzere Beinchen, so wie ich, dann sind 790 mm Sitzhöhe wirklich toll. Und ja, natürlich auch eben für alle anderen kleineren Menschen. Ja, das hat mir auch gefallen. Sie ist sehr zugänglich halt. Ach so, das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, ist dieses wackelige Gas. Haben ja viele von diesen, ich bin ja jetzt vor kurzem diese Z900 mit 125 PS gefahren. Da ist es mir überhaupt nicht aufgefallen. Die war irgendwie super abgestimmt, das Gas. Da war nichts mit wackelig. Das wäre ja auch schlimm, wenn die dann immer, ja, bei der PS-Zahl, wenn die da so stark hin und her wackeln würde. Aber hier hat man manchmal den Eindruck, selbst in höheren Gängen, da ist so bei einer bestimmten Gaseinstellposition, da ist nichts. Da ist nur 0 oder 1. Also da kann man nicht dazwischen regeln. Ist natürlich wieder so eine Gewöhnungssache, aber das ist mir auch aufgefallen, wenn man so das erste Mal sie fährt. Ja, ich will nicht so viel rumlabern. Alles andere in den technischen Datenbeschreibungen. Ich werde dann mal die Bedienelemente, das Display und ja, Stauraum haben wir ja nicht, erklären. Bis gleich. So, das war eine Biene übrigens, keine Bremse. Ich habe sie verscheucht. Ich hoffe, sie kommt nicht wieder, aber zum Blütenbestäuben natürlich schon. Ihr wisst ja, aber nicht, dass sie mich hier irgendwie von hinten attackiert. So. Auf der linken Seite haben wir einmal den verstellbaren Kupplungshebel, verstellbar in 5 Positionen, auch eine feine Sache. Dann haben wir den Ablendlichthebel, den Fernlichthebel, Ablendlicht und vorne haben wir wieder diese kleine Wippe für die Lichthupe, finde ich auch immer ganz nett. Dann haben wir den ganz normalen Blinkerschalter, alles gute Qualität. Hier haben wir die Hupe. Auch super laute Motorradhupe, wie sollte es auch anders sein. Dann haben wir auf der rechten Seite den Kill-Switch, Ein-Aus-Not und wir haben den Starterschalter. Ach so, auf der linken Seite habe ich noch, Entschuldigung, wenn wir nochmal zurückgehen, damit wir das, ich vergesse ja meistens irgendwas, damit wir da nicht alles hier vergessen. Und zwar haben wir hier auch noch einen Warnblinkleuchtenschalter. So, auf der rechten Seite, wie gesagt, haben wir den Kill-Switch und den Starterschalter, Gasgriff und den Handbremshebel für Vorderradbremse. Ich glaube auch 5-fach verstellbar, so sieht es aus. So, damit ihr mal seht, wie das aussieht, wenn man das Ding hier bootet oder startet. So, aber da haben wir im Display alles eigentlich wunderbar ablesbar. Wir haben die Ganganzeige, wir haben den Drehzahlmesser, wir haben die Kraftstoffanzeige, wir haben die Geschwindigkeit ganz groß, wir haben den Gesamtkilometerzähler, den können wir umschalten mit der Taste hier und zwar einmal Trip A, Trip B und das war's. Dann haben wir hier rechts Anzeige der Kühlmitteltemperatur. Ganz rechts haben wir die Uhrzeit, darunter haben wir dann noch eine weitere Datenanzeige. Hier haben wir jetzt den Bereich, den wir uns anzeigen lassen können mit dem Tank. Dann haben wir den Durchschnitt, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Gesamtzeit. Wenn man die auf 0 stellt, dann, vielleicht haben sie das gerade auf 0 gestellt, sehen sie, wie lange man unterwegs ist. Dann die Batterieanzeige, die aktuelle Durchschnittsverbrauchsanzeige, der durchschnittliche Verbrauch insgesamt. Und das war's. So, mal sehen, ob das wie bei dem Z900 Display funktioniert. Wenn wir in einem Datensegment hier sind, das man nicht zurücksetzen kann, dann drücken wir mit der rechten Maustaste, wollte ich gerade, auf die rechte Taste hier. Und dann können wir das Display invertieren. Schauen wir mal. Ja, das geht auch.
Das heißt, wir haben es jetzt schwarz auf weiß. Für manche ist der Kontrast besser. Ich finde den Kontrast eigentlich auch so besser. Schicker, denke ich mal, sieht es schwarz aus. Und wenn wir da länger drücken, haben wir es wieder schwarz. Und ins Menü kommen wir, wenn wir beide Tasten drücken. So, mal sehen, das ist ein bisschen hakelig. Das ist auf meiner Z900 natürlich nicht anders. Da kann ich euch wahrscheinlich nicht allzu viel zeigen, weil das ein bisschen hakelig ist. Wir haben die Fahrzeugeinstellung. Jetzt muss ich erstmal sehen, wie man da reinkommt. Ah ja, mit der rechten Taste, okay. So, Fahrzeugeinstellung können wir die Schaltleuchte eben einschalten. Die wird hier bei 6250 aktiv. Kann man natürlich ändern. Mal sehen, was passiert, wenn ich hier wieder rechts gehe. Ah, Shift-Lampe ein, aus. Okay, kommen wir hier vielleicht zurück? Nein. Länger drücken. Ja, das ist immer das Problem. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen hakelig. Aber okay, wahrscheinlich bin ich das nur. So, dann können wir Display-Einstellungen, die Helligkeit einstellen, länger drücken. Ja, seht ihr, das ist nicht immer mit länger drücken kommt man raus. Also irgendwie ist das Display, wahrscheinlich bin ich wieder zu doof dafür. So, dann können wir Datum, Uhrzeit, da will ich jetzt nicht überall reingehen, weil ich, wie gesagt, finde das sehr hakelig. Dann können wir den Service, da sehen, wann der Service, Ölservice kann da verstellt sein. Dann kann man die Bluetooth-Konnektivität herstellen mit der Kawasaki-App. Ich muss ganz ehrlich sagen, die hatte zwar Potenzial oder hat eigentlich Potenzial, aber ist auch sehr, sehr hakelig. Man kapiert irgendwie nicht, was man machen muss. Dann muss man erst den Motor starten, wenn man einen Trip startet oder nicht den Motor startet. Ich finde das irgendwie ein bisschen blöd. Und dann kann man noch die Einheiten umstellen. Das ist alles, was ich euch dazu zeigen kann. Wenn wir wieder länger drücken, glaube ich, kommen wir wieder raus. So, wir sind wieder zurück hier mit der Z650 mit 48 PS und wir machen noch mal eine kleine Fahrt auf der Landstraße, um noch mal ein bisschen die Federung vielleicht zu testen. Schauen wir mal, wie sie sich da verhält. Wir fahren mal los. Ich habe hier auch so den Eindruck, dass die auch hinten ein bisschen kleiner ist als zum Beispiel jetzt die Z900. Also vom Sitz her, von der Sitzlänge. Und das heißt, man kann sich unter Umständen da besser abstützen. Ja? Also bei der Z900 habe ich immer so das Gefühl, da brauche ich einen ziemlich großen Arsch. Also mal klar, ich weiß nicht, man muss nach hinten rutschen. Aber man braucht einen ziemlich großen Arsch, damit man da erstmal hinten anstößt. Und hier hat man gleich den Sitz hinten dran und finde ich auch prima. Also das gibt einem irgendwie ein sicheres Gefühl und man fühlt sich so ein bisschen geborgen. Wollen wir mal auch eine kleine Beschleunigung hier machen. Mal sehen, wie sich das anfühlt. So von 30. Zweiter Gang. Ja. Da habe ich jetzt so das Gefühl, dass sich das ein bisschen kräftiger anfühlt als von der Woge. Die kann man ja auch ganz gut vergleichen. Die haben ja fast das gleiche Newtonmeter. Die Woge hat glaube ich 60, die hat hier 64. Und was ist hier los? Und da finde ich hier, die ist doch um einiges kräftiger. Jedenfalls habe ich so den Eindruck. Aber vielleicht ist das wieder alles nur subjektiv. Ja, für die Landstraße und mit dem Power hier macht das wirklich Spaß. Also definitiv.
So, jetzt kommt gleich wieder unsere. Ja, da bin ich auch aus dem Sitz geflogen, wie bei meiner Z900. Also, ich denke mal, die Federung wird ähnlich sein. Also, sehr straff. Und starke Bodenwellen können einen aus dem Sitz schleudern. Wow. Jetzt wollen wir mal über unsere Federungsteststrecke hier gehen. Wie fühlt die sich an? Wahrscheinlich genauso wie die Z. Oh. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ein bisschen sanfter. Kommt sie eigentlich ganz rüber, gut rüber gefedert. Ganz gut rüber gefedert. Fährt sich sehr schön. Fährt sich sehr, sehr schön. Ja. Kann man nicht meckern. Ja, also, wir sind ja auch schon wieder gleich da bei unserer Wendung, bei unserer Kehre, wo wir dann umdrehen und ich das Video beenden werde. Und ich finde, also Landstraßenjäger auf jeden Fall. Jetzt durch den nicht vorhandenen Windschutz, ich weiß, Naked, ist es vielleicht jetzt nicht so der super Hit für die Autobahnen da zu heizen. Aber hier so Landstraße macht das wirklich wahnsinnig Spaß. Und das sind so meine Ergebnisse der heutigen Probefahrt mit der Z650 2021er Baujahr. Das war alles. Sehr positiv. Fazit seht ihr dann hier, blende ich nochmal ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Motorfuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.